1965 wurde mit der E03, die mittlerweile dann fertiggestellt war, auf der Strecke Bamberg-Forchheim. An der Türe, die selbst die Griffstangen sind also vertieft eingelassen. Es gibt eine glatte Oberfläche, wenig Verwirbelung. Und damit gedachte man dann, diese hohen Geschwindigkeiten ordentlich bewältigen zu können. Auch wenn es das Ganze in die Länge zieht, denke ich, haben doch alle Fotografen dann etwas davon, weil das Fahrzeug vor ihrem Objektiv dann stehen kann. Während die Lokomotive die Bühne verlässt, noch habe ich noch ein paar Informationen für Sie zu dem Ablauf damals bei der Deutschen Bundesbahn. Wir sind inzwischen im Jahr 1971. Das ist das Jahr. Aber ich denke, die Leute haben sich damals schon gedacht, da arbeiten wir dran, dass das sicherer wieder funktioniert. Anfänglich sind die Lokomotiven der Baureihe 103 in den Bahnbetriebswerken in München, Frankfurt, Hamburg-Eidelstedt beheimatet gewesen. München ist später entfallen, sodass sich die beiden anderen Bahnbetriebswerke als 103 Hochbogen dann herauskristallisiert haben. Mai 1991 bis Mai 1993 in der schon erwähnten Sonderlackierung. Diese Lokomotive ist dann 1993 auch umlackiert worden. Die wieder vorbereitet wird für den Abfahrt. Noch ein paar Informationen zu dem Einsatzbereich. Wir sind inzwischen im Jahr 1950 mit Einführung des Sommerfahrplans. Ist dann das Intercity schon so langsam ihr Brot mit anderen Teilen. Bis 1988 waren die Lokomotiven der Baureihe 103 unangebrochen, das Paradepferd der deutschen Bundesbahn. Damals war das überall zu sehen. Auf fast allen Werbeplakaten tauchte immer eine vierte oder eine fünfte oder eine achte Lokomotive der Baureihe 103 auf. Erst als Werk in Hamburg-Eidelstedt zugeteilt worden, in der Farbe Weinrot-Beige, so wie sie jetzt hier auffährt. Das erste Mal auch im Osten der Republik zu sehen gewesen und die Einsätze gingen damals bis nach Berlin und nach Leipzig. Im Dezember 1994 245 Lokomotiven der Baureihe 101 an die Industrie vergeben, haben wir hier in Koblenz und mit dem Mutterhaus in Nürnberg dann auch anschaubar. Und ist dann im Juni 2005 in das DB-Museum hier in den Standort Koblenz überführt worden. 2011. Wir haben jeden Samstag geöffnet, bis
Monaten, während der Ferienzeit, werden wir sogar bis auf Montag jeden Tag aufhaben. Wer also Interesse hat, beenden wir diese Parade. Ja.